Mr. Wildstar, heißt euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Ich bin so ein bisschen mit der Gesundheit ein wenig angeschlagen, das soll mich aber nicht dran hindern, dieses Projekt weiterzuführen. Wir haben nämlich noch eine Mission zu machen in Vernon Meadows am Flugplatz. Und danach können wir ohne Sorgen nach Las Venturas hin. Aber erstmal gibt es die Mission Green Goo. Damn, where is this fool? Oh shit! Hey man, look out! Oh. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Truth, Alter. Flieg das Jetpack zum Zug und stehle das, was sie hüten wie ihre Augäpfel? Ah. Das, was sie hüten wie ihren Augapfel. Lausige Übersetzung in meinen Augen. Naja, egal. Das soll nicht unser Problem sein. Wir haben das Jetpack. Wir fliegen jetzt im Zug. Der im Prickle Pine da hinten. Auf uns warten tut. Ja, genau. Das Geile ist, wir haben die Micro-SMG und mit dieser Micro-SMG oder auch mit der Tech-9 brauchen wir nicht auf den Zug landen, sondern können aus der Luft aus können wir, habt ihr gesehen, die Flachpfeifen anvisieren und die ganze Scheiße räumen. Zerschieße die Kisten, um den Behälter mit dem grünen Glibber zu finden. Ja, das ist der. Ja, es sieht einfacher aus, als es ist. Da sind noch zwei Soldaten. Gut. Haben wir das schon mal. Lande doch auf den Zug mal. So, die Kiste ist leer. Das ist das Triebwerk, der Triebwagen. Dann ist die Scheiße hier vorne. So. Wir haben den grünen Glibber. Wie gesagt, das sieht hier einfacher aus, als es ist. Da war es in der Originalfassung weitaus angenehmer, wo du auch manuell hast anziehen können. Hier ist das ja alles automatisch. Ich höre schon wieder Getöse. Ja, wahrscheinlich, weil wir zwei Sterne haben. So, da unten müssen wir landen. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it?
everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Der soll mal die Finger von Drogen lassen, The Truth. Ja, jetzt haben wir die Vernon Meadows Mission abgeschlossen. Jetzt haben wir auch dieses Unternehmen erworben. Dieses Objekt generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $10,000. Und das ist auch damit die höchste Anzahl, die wir kriegen. Jetzt heißt es, den letzten Teil von San Andreas erkunden. Und wir fangen an mit den letzten Zivilmission, die wir anstreben, die wir machen müssen. Wir haben im ersten Part direkt die Krankenwagenmission bis auf Level 12 abgeschlossen. Wir haben vor kurzem den Bürgerwehr-Part, den Dunklen Donner, haben wir bis auf Level 12 abgeschlossen. Jetzt gilt es nur noch, die Feuerwehrmission zu machen und die restlichen Taxifahrten. Die Taxifahrten mache ich dann... War das dieser hier? Nee, das war ein anderer. Wegen den Kurierfahrten, die müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch ein bisschen was in LV zu tun. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich diesen Firetruck herbekomme. Ich bin mal kurz am googeln, wo ich die Scheiße herkriege. Irgendwo hier in der Nähe muss es ja sein. Das weiß ich noch. In Red Sands East ist die Feuerwache. Wir sind in Red Sands West. Okay. Da muss einer mit einer Löschkanone sein und nur die mit der Löschkanone können wir für die Feuerwehrmission benutzen. Es gibt auch einen mit einer Drehleiter. Das funktioniert allerdings nicht. So, hier ist das Steakhouse. Hier irgendwo ist die Feuerwache. Hier müssen wir wirklich ein Feuer legen? Oder besorge ich mir einen aus Los Santos? Ich fahre mal eben kurz nach Los Santos, nach Idlewood und guck mal da. Weil da steht ja eigentlich immer einer. In San Fierro steht der mit der Drehleiter. Wie gesagt, den brauchen wir nicht. Den müssen wir nicht benutzen. So, dann schauen wir mal. Ich kann doch niemals richtig Gas geben, Alter. Ich kann doch niemals so schnell wie... keine Ahnung, was fahren. Das mit den Feuerwehrmissionen und die Taxifahrten und vielleicht noch die Kurierfahrten. Das werde ich alles zusammenschneiden. Sodass ihr nicht nur unendliche Stille in diesem Let's Play genießt. Unfälle sind hier an der Tagesordnung. Aber solange wir uns nicht mitten in einen Unfall verwickeln, ist das... hoffe ich. Da vorne schießt einer eben den Freeway quer. So, hier rechts ab geht's nach Idlewood. Und in Idlewood steht auch
dieses Teil. Ja, die Texturen laden nicht mit, deswegen die unsichtbare Wand. So, hier müsste. Hier steht normalerweise immer Feuerwehrwagen. Da steht auch einer. Jetzt müssen wir nur dahin kommen. Und wenn wir in Las Venturas sind, starten wir die ganze Chose. Jawoll! Fire Department of San Andreas. Dann geht's jetzt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. In Las Venturas sind die Feuerwehrmissionen am angenehmsten, weil es dort keine Erhöhungen gibt. Ich hau schon mal die Sirene an, damit ich Platz habe. Dann können wir auch gleich loslegen. Ja, die Feuerwehrmission, die, wenn du die startest, dann geht es auch bis Level 12, um die 100% Wertung, um eine Wertung auf die Statistik drauf zu kriegen. Lediglich nur Feuer musst du löschen. Und das ist auch die Sache, wo du am meisten Geld machen kannst. Weil du dich nicht sonderlich anstrengen musst. So, ich glaube, wir starten auf dem Strip mit der Scheiße. Ja, Montgomery Kreuz, ich weiß nicht, ob er dann auch mich wieder bis nach Red County schickt. Deswegen möchte ich das tunlichst vermeiden. Die Scheiße mache ich lieber mit Flachland. Und als Belohnung werden wir feuerfest. So, jetzt können wir schon mal starten. Um Last Dime Motel. Da oben steht das Taxi, das in Brand gesetzt wurde. Das sehen wir hier gerade nicht so toll. Zack, sind wir schon Level 2. So schnell geht's. Das kann auch immer sein, dass ein paar Personen aussteigen. Wenn wir es schaffen, lasse ich die dran. Oh man. Das darf mir eigentlich nicht passieren. So, beide Brände gelöscht. So, Marco Spam. Dort steht ein brennendes Fahrzeug. Wir haben 6 Brände dort. Müssten 2 Autos in Flammen stehen. Auf dem Freeway ist das. So. Hachi Bumbachi. Ich sehe, wir haben nicht mehr viel Zeit, da hinzukommen. News Van auf Abwägen. Der selbe Drogen genommen hat. Genau, verpfeift euch, verpfeift euch. Ach nee, das sind die Brände, die wir schon gelöscht haben. Ah, ja, und wir müssen tatsächlich nach Red County. Das, was ich befürchtet hatte, das ist eingetreten, aber ja komm, machen wir einfach. So schlimm wird das nicht sein. So schlimm wird das erst nicht sein. Jetzt haben wir. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir 2 Fahrzeuge löschen müssen. Es geht dann auch hoch mit 3 Fahrzeugen. Und ich glaube dann auch schließlich mit 4 Fahrzeugen. Ach, guck mal. Wir haben noch ein paar Passanten, die wir. Bestrahlen müssen. Ah, ah, ah. Fünf Minuten haben wir Zeit, um nach Rockshore West zu fahren. Wie gesagt, es ist easy cheesy, da braucht man sich nicht abhetzen. Da braucht man sich, weiß Gott, nicht abhetzen. Super. So, hier vorne steht das Auto, Perennial, und da kommen wir auch wieder 3 Leute raus. Wir haben alle gelöscht. Auf zum nächsten Block. Wo ein zweiter Perennial im Brand steckt. Im Brand steht. So.
brennende Fahrzeuge in der Gegend um den Strip gemeldet. Da können wir auch hinfahren. Ist ja alles nicht sehr weit weg voneinander. Deswegen die Zeit von 6 Minuten. Alles easy cheesy. Ich glaube, wir nehmen den als erstes auf dem Highway. Wenn wir dort in der Nähe sind. In der Kreuzung steht er. Zum Strip der eine Ampel. Oh, es ist ein Oceanic. Hübsch, hübsch. Steht noch einer am Rand, ne? Ne, alle? Okay, alle sind wohl auf, können jetzt in Ruhe durch die Straße rennen. Brennende Fahrzeuge in der Gegend um Red County gemeldet. Einer tanzt aus der Reihe. Ja, einer tanzt aus der Reihe. Einer ist nämlich am Flughafen. Komm, macht mal Platz, ihr Vollspasten. Kommen wir hier direkt auf den Highway runter. Oh oh. So, wie gesagt, ich muss die Brände schnell löschen, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich ein 100-Level habe. Und der Polizist war in der Nähe. Nehmen wir hier den Standstreifen und kommen wir am schnellsten durch. Auch über einer Kreuzung ist es kein Problem. Da vorne steht das Auto. Jetzt fahr bloß da nicht. Okay. Dann, verschwinde. Der da hinten. Wunderbar. Brennende Fahrzeuge in der Gegend um Montgomery. Wir kehren dort zurück, wo wir im Premieren-Part gewesen sind. In Montgomery. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, in Montgomery befindet sich das Krankenhaus. Das einzige Krankenhaus, glaube ich, in Red County. Und dort haben wir die Krankenwagenmission absolviert. Sprich, die ganzen Patienten, die wir rund um Red County abgeliefert haben, aufgesammelt haben, die sind hier in die Behandlung eingewiesen worden. Jetzt sind es 3 Fahrzeuge und das bleibt es jetzt auch bis Level 12. Nehmen wir der Löschkanone ein bisschen weiter vor. Okay. Hier war kein Passant drin. Aber hier sind Passanten, ne? Sag mal. Hier sind ja noch Passanten. Julius Thruway South. Na, ja, es ist jetzt quasi eine Rennerei zwischen Red County und Las Venturas. Ja, wir sind bei 18 Minuten, das heißt, dann kann ich die Kurierfahrt noch machen. Dann kann ich das nebenan wieder ans Video packen. Drei Taxis stehen in Flammen. Las Venturas Airport. Wo genau? Aha. Level 11 müssten wir sein. Jawolski. Haben wir die ganze Einrichtung hier kaputt machen, um sich einen Weg durchzubahnen. Am Frachtdepot, wo wir schon einmal gewesen sind. Aufgrund der Trucking-Missionen, da wir hochgradig illegale Ware abgeliefert haben. Ja komm, verdünnisiert euch. Aber mal ganz schnell. So. Haben wir das? Du?
Level 12, Julius Thruway West. Und dann haben wir das auch getan. Dann sind wir durch mit der ganzen Chose. Wie gesagt, es dauert alles nicht sehr lange mit den ganzen Zivilmissionen. Lediglich nur die Krankenwagenmissionen, die gehen über einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten. Aber ansonsten ist alles dann doch ziemlich im Rahmen. Ihr seht es ja. 20 Minuten, dann werde ich den Part, dann mache ich das so, dann werde ich den Part hier beenden. Und dann im 50. Part werden die ganzen Sammelobjekte gemacht. Oh oh. Das ist nicht cool. Kriege ich ihn überhaupt? Warte mal. Schön, wenn jetzt die Wasserkraft mir helfen würde, ne? Ja, bewege mal. Ja. Das hilft nichts.